Jo, moin, es ist Dienstag, richtiger Abfucktag. Alles lief entspannt, ich stehe auf, ne, nichts böse ahnt, habe mich im Büro gesetzt, habe ein paar Sachen gemacht. Ja, und dachte mir, jetzt rufst du nochmal die Telekom an, weil es hieß ja vor einem Monat, ich soll mal mittags mal was anrufen wegen neuer Leitung. Ich habe aktuell einen 50.000er und mach das, ruf an, die sagen, ja, rufen Sie mal Ende des Monats an, weil irgendwie ist zurzeit nicht verfügbar. Und es hieß dann, 100.000 ist das Maximum. Seit Jahren warte ich, ich meine, ich bin ja am 15.03.2013 hergezogen, seit Jahren warte ich halt auf eine andere Leitung. Gesagt, getan, heute muss ich mal anrufen, weil was andere zu regeln gab und hatte einen ziemlich coolen Typen drauf, also dran am Telefon. Der hat mir erzählt, dass wir mal gucken können, was verfügbar ist. Ich so, oh, nö, haben sie schon gesagt, 100.000. Da guckt er so, totaler Quatsch, ich habe hier eine 250.000er Leitung. Ja, so viel dazu, egal. Hab gesagt, ja klar, nehme ich sofort. Ne? Und dann kam das große Ding. Er hat gesagt, Rechnungen schon mal geguckt. Ich so, nö, krieg ja keine. Da müssen sie sich einloggen im Portal. Habe ich nie gemacht, wusste ich damals nicht und habe mich damit nie mehr beschäftigt. Auf jeden Fall gucken wir so in die Rechnung rein und uns fällt auf, dass ich eine Duo Bridge oder irgend so ein Scheiß noch gemietet habe für 4 € im Monat. Und das seit dem 15.03.2013, wo ich damals mit geholt habe, um irgendwas, ich weiß nicht, warum ich es brauchte, egal. Ich habe dann zumindest das Ding zurückgeschickt im April 2013. Und dann wurde es angeblich aus den Rechnungen rausgenommen, 4 €. Und heute kam raus, die Scheiße ist die ganze Zeit weitergelaufen. Ich habe also 4 € pro Monat mal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mal 6 Jahre bezahlt. 260 Euro oder so. Für nichts, für gar nichts. Frechheit, oder? Ich sage, dann kriegt er das ersetzt. Ja, tut uns leid, geht nicht. Da hätte der Kunde eher aufpassen müssen. Ja, hätte ich vielleicht, habe ich aber nicht. Naja, nun kriege ich eine 250.000er Leitung, brauche einen neuen Router. Ich kriege eine Fritzbox. 7590 heißt der. Ja, und dann irgendwie dieses super, ach, was weiß ich, halt diese krasse Leitung. Mal gucken, mit Glück vielleicht schon Samstag. Ansonsten, meine, aktuell geht es ja mit dem Stream, aber sehr, die Woche fing so gut an und heute ist Dienstag und es wurde wieder Scheiße draus. Jo, moinsen, es ist Freitag, 5:45 abends. Ich bin auf dem Weg jetzt zur Halle, zur alten Halle, um den Formular-Ladebordwand abzuholen. Ich habe mir dafür extra hier Kennzeichen besorgt, ne? Und da werden wir den zur Halle schleppen. Das Gute an der Sache ist, wenn der dann drüben ist, habe ich schon mal das Problem gelöst. Die Kisten, da wurde schon eine Fuhre weggefahren von Claudi und dann sollten wir bis Ende Februar definitiv da raus sein. Das sind vielleicht noch 3 Touren mit Kisten. Notfalls bringen wir die dann erstmal rüber und packen in den Ford in der Ladebordwand rein. Und dann ist die Halle leer. Da können wir zum 1.3. eigentlich rüber. Unterschrieben ist jetzt alles. Ich hole mir nächste Woche Dienstag noch die Schlüssel ab für die neue Halle. Und dann sind wir den Scheiß schon mal los. Was diese Woche bisher passiert ist, wir haben auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall mit 4 Auftraggebern die Verhandlung aufgenommen. Da geht es um Nachttouren, Outteile fahren. Da geht es um, kann ich gar nicht sagen, Enercon kennt vielleicht ein oder andere mit den Windkraftanlagen. Da muss man dann halt schnell raus und die Teile von A nach B fahren, wenn irgendwas kaputt ist. Mit einer anderen Kurierfirma, einer größeren, bin ich in Verhandlungen getreten, weil, wie gesagt, Hermes wohl ja, weg sein wird, irgendwann im Juli spätestens. Aber da will ich halt nicht warten, bis es soweit ist. Ich will mir jetzt schon was Neues suchen. Ich darf auch früher raus, hat der Auftraggeber gesagt, falls ich was finde, da wird er mir keine Steine im Weg legen. Ja, und dann, was war jetzt der vierte? Jetzt muss ich überlegen. Aha. Das habe ich vergessen. So ein Scheiße fällt mir nie ein. Da war die so richtig. Naja, zumindest das passiert ja so ein bisschen. Ah ja, genau. Ja, eine Stückguttransportfirma. Ja. Ich habe sogar noch einen fünften am Haken, aber da habe ich ihn noch nicht gemeldet, weil ich erstmal wissen muss, was ist mit meinem Ford. Ja, alle wollen diesen Ford haben. Alle sagen, weil ist ja in meiner Firmen.
Informationen, die ich da abgegeben habe, drin vermerkt, dass der Wagen da ist, aber halt auch vermerkt, dass er aktuell nicht zur Verfügung steht. Und darauf springen sie alle an, die wollen dieses Auto haben. Deswegen kann die Insolvenzverwalterin einfach dieses Auto nicht in die Insolvenzmasse aufnehmen. Ich habe ihr heute eine E-Mail geschrieben, da hat sie noch Fragen gehabt, fand ich total geil. Ne? Am Freitag, kurz vor, wann war das? 14 Uhr, glaube ich, schreibt sie mir eine E-Mail mit 7, 8 Fragen, wo ich noch Kopien das und dies und jenes und das bitte übers Wochenende überschicken soll. Ja, ich habe auch mal ein Wochenende und will meine Ruhe haben. Dann habe ich das aber heute schon alles erledigt. Kann also so gesehen, oder habe ich schon drüber geschickt. Ich habe bloß gerade eine E-Mail bekommen, dass die Dateigröße zu groß ist. 36 MB dürfen es maximal sein für die E-Mail. 41 MB sind das, also muss ich es normal schicken, in zwei Teile zerhacken. Naja, geht mir anders. Und habe geschrieben, dass ich in Verhandlungen stecke mit den jeweiligen Auftraggebern und sie das Auto noch nicht in die Insolvenzmasse aufnehmen soll, auch den Renault nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, genau, und habe geschrieben, um wieder zu wachsen, brauche ich diese Fahrzeuge. Und wenn ich jetzt eine Zusage bekomme und ich habe kein Auto zur Verfügung, ja, dann soll ich jetzt nochmal eben 8.000, 9.000 Euro für ein Auto auftreiben. Da ist natürlich das schlau und ich hoffe, sie kapiert das, wenn sie mir die Autos lässt. Ne? Jetzt stelle ich ja den Ford rüber, der wird dann gecheckt, was er hat mit dem Motor, der eigentlich komplett takt ist. Wir müssen aber bloß wissen, wo der Problem liegt. Ist die Dieselpumpe kaputt? Ist die Steuerkette falsch eingestellt? Also Steuerzeiten? Oder Injektoren? Also diese drei Punkte, darauf tippe ich, könnte sein. Wobei ich wirklich glaube, dass es die Dieselpumpe ist. Denn wenn man direkt oben reinsprüht, will er angehen. Er läuft aber wie ein Sack Nüsse. Das kann daran liegen, dass entweder wiederum die Steuerzeiten verstellt sind oder die Injektoren angelernt werden müssen. Ja, dann müssen wir dann sehen. Muss ich sehen, was das genau ist. Hauptsache Auto ist mal drüben und die Halle ist dann leer. Dann ist schon mal ein Bahnhof, ja. Eine Baustelle oder zwei Baustellen erledigt. Dann kann ich mich nächste Woche wieder direkt reinhauen in Auftragssuche. Ein paar Sachen sind da, aber da habe ich nie gesagt, weil es sich nicht rechnet. Was soll ich da annehmen, wenn es sich einfach nicht rechnet? Macht keinen Sinn. Also da braucht die Insolvenzverwalterin, ich halte sie über den Laufenden, auch nicht irgendwie rummaulen, ja, hätten sie annehmen müssen. Dann werde ich ihr vorrechnen und fragen, ob sie überhaupt Ahnung hat von betriebswirtschaftlichen Sachen. Wenn ich 100 Euro bekomme und 110 Euro ausgebe als Beispiel, dann brauche ich es nicht anfangen zu fahren, die Scheiße. Ja, wie gesagt, jetzt schleppe ich den Wagen ab. Die Woche war stressig auf jeden Fall bis jetzt. Gab viel zu tun, aber es ist ein schönes Gefühl, man kommt voran. Ich denke mal noch so, der März wird noch hart, weil der Februar auch kurz war. Ich habe einen neuen Fahrer übrigens, seit heute. Der hat heute seine erste Tour gefahren und muss sagen, von der Geschwindigkeit top. Also da kann man nichts sagen gegen. Der opfert sich auch auf und hat angeboten, mit mir den Wagen abzuschleppen von alleine. Ich fahre jetzt gerade hin, wie gesagt. Und danach werde ich ihn dann nochmal schnell woanders hinfahren, weil sein Auto da steht. Und so eine Leute brauche ich. So eine Leute brauche ich auf jeden Fall. Er hat noch zwei Brüder, die arbeiten für die Konkurrenz, sagen wir mal. Die mir damals so viel gesorgt haben mit ihren Dreckspreisen, dass ich meine Touren verloren habe. Bei so einer Autoteilefirma, wo man nicht für fahren kann. Aber er kann es anscheinend, keine Ahnung, wie er es macht. Also, dementsprechend sind seine Fahrzeuge aber auch im technischen Zustand. Ja, ich muss das mal hier einschleusen. So. Ja, ich denke mal, er sieht nicht schlecht aus für die Zukunft. Natürlich jetzt Artikel 13, weil ich ja schon mal gesagt hatte, wenn der kommt, ist natürlich das hier mit YouTube und Twitch schon eine Sache, weiß ich nicht, wohin führen wird. Am besten wäre ja denn, wenn es kommen sollte, dass es so ist, dass einfach die Kanäle nicht gelöscht werden. Ich weiß es nur nicht, ob YouTube oder wer auch immer die Kanäle löschen wird, die kleinen, weil sie nicht wissen, ob die Scheiße bauen. Weil dann lade ich halt nur noch meinen eigenen Content hoch, ohne irgendwelche Bearbeitung. Keine Geräusche, kein Sound, keine Bilder drin, die mir nicht gehören. Selbst wenn Copyright dran steht oder No Copyright,
Na gut, muss man sich auch mit beschäftigen. Da muss ich eigentlich einen Anwalt mal dann fragen. Oder ach, ich weiß auch nicht. Ist für mich jetzt auch nicht so relevant. Wäre natürlich schade, wenn YouTube und alles vorbei ist. Weil ich habe jetzt so viel Zeit da investiert drin und so viele Videos fertig gemacht und. Kann ja auch sein, dass mir jetzt viele Videos gelöscht werden dadurch. Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich zwar nebenbei damit, mit der ganzen Sache und was da abgeht im EU-Parlament und CDU, was für mich überhaupt nie wieder, ich habe sie nie gewählt, aber ich würde sie auch allein deswegen niemals wählen. Niemals. Das ist natürlich jetzt wieder so gesagt, vielleicht blöde, wenn man sagt, oh, der wählt der CDU bloß nicht, weil ja Artikel 13 da kam. Nee, auch so an sich gefällt mir das nicht, was die da für Politik betreiben. Alleine dieses Öffnen der Grenzen, sage ich mal jetzt, alle kommt her, was haben wir davon gehabt? Eine Menschenmenge an Flüchtlingen. Wir wussten gar nicht wohin und ich habe ein paar Leute, die ich kenne, die haben mir erzählt, sie haben da gearbeitet an den Grenzen. So Geschichte, die gar nicht da hier reingehört, jetzt so aktuell. Und es heißt daher wieder, wenn man sich dann darüber auskotzt oder unterhält oder was sagt, man ist dann gleich wieder hier so, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Da darf man ja heutzutage nicht, ne? Wenn wir Flaggen überall ranmachen würden wie die Amis, dann wären wir ja wieder Nazi-Staat Deutschland. Ne, sobald man nur irgendwas sagt, ist man gleich rechtsradikal, total. Und das ist zum Beispiel, was mich richtig ankotzt. Ich kotze auch so mit Artikel 13 stark an, weil wem gehört das Internet? Gar keinem. So gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Wer hat das Recht aufs Internet? Irgendjemand hat das mal erfunden, Punkt. Und was ich da hochlade von mir, das geht keine Sau irgendwas an. Mal gucken, oh, gleich ist das Video vorbei. Ja. Ne, also das ist, da mache ich vielleicht nochmal ein extra Video drüber und kotze mich aus, weil mich das schon echt abfuckt. Ja, gut, dann war es das erstmal jetzt.